Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, durch die Pandemie, durch die ökonomische und die ökologische Krise stehen wir vor einer umfassenden Krise dieses kapitalistischen Systems mit massiven Angriffen auf die arbeitende Bevölkerung. Und die Ursache für diese multiple Krise sehen manche darin, dass Bill Gates oder Big Pharma Corona wahlweise erfunden haben oder es ausnutzen, dass die Gates-Stiftung ihre Milliarden nutzt, um den politischen Einfluss durchzusetzen und massenhaft Impfstoffe zu verkaufen, um global Zwangsimpfungen durchzusetzen. Ja, die Verquickung zwischen der Pharmaindustrie und staatlichen Stellen und Behörden, Universitäten, Instituten, alleine schon wegen Drittmittel für Forschung, sind zweifellos vorhanden. Das gilt sowohl für nationale Behörden wie das Robert-Koch-Institut und noch mehr für internationale Behörden wie die WHO, weil es dort nicht mal einen Anschein einer irgendwie gearteten parlamentarischen Kontrolle gibt. Die WHO ist zu großen Teilen privatisiert, wird nur noch zu 20% staatlich finanziert, zu 80% privat, davon 10% von der Gates-Stiftung. Aber massive Einflussnahme von Konzernen auf staatliche Stellen gibt es nicht nur bei der Pharmaindustrie. Das ist ziemlich üblich im Kapitalismus. Man denke nur an die Autoindustrie und das Kraftfahrtbundesamt im Zusammenhang mit dem Dieselbetrug. Gerade die Behörden, die Aufsicht führen sollen, werden oft von Lobbyisten beherrscht. Aber der Knackpunkt ist doch, würde der bürgerliche Staat, der dem Kapital insgesamt verpflichtet ist, einen Lockdown anordnen, nur um einzelnen Kapitalgruppen zu dienen, oder auch zwei, sei es die Pharmaindustrie, sei es die Digitalkonzerne, mit der Folge der größten, der tiefsten Rezession seit der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren, nur um Bill Gates, Big Pharma und Google zu befriedigen, das ist doch offensichtlich absurd. Und es ist auch nicht so, dass Big Pharma in den Startlöchern stand, um Impfstoffe zu produzieren. Die Koordination gegen Bayer gefahren. Von Bayer-Konzern, das ist ein progressiver Zusammenschluss von Beschäftigten und kritischen Aktionären, stellen fest, Corona traf Big Pharma völlig unvorbereitet. Keiner der 20 größten Pillenkonzerne hat zu den Vorgängerviren SARS und MERS geforscht. Epidemien, die alle paar Jahre mal auftreten, sind nicht renditeorientiert genug für deren Geschäftsmodell. Es wurden alle möglichen Forschungen eingestellt, zum Beispiel auf Atemwegserkrankungen, Infektionserkrankungen. Aus Renditegründen hat die Pharmaindustrie in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr an Impfstoffen geforscht. Aus Renditegründen haben sie letztes Jahr erklärt, die Erforschung neuer Antibiotika einzustellen, obwohl es immer neue Resistenzen gibt. Und jetzt lassen sie sich Forschung mit Milliardenbeträgen bezahlen, ohne dass die Gesellschaft Zugriff darauf hat. Die einzig angemessene Antwort auf diese Machenschaften der Pharmaindustrie ist nicht die Konstruktion von Verschwörungen und ist auch nicht Meditieren, sondern ist die Abschaffung von Forschungsgeheimnissen und Patentrechten, ist die Übernahme der Pharmaindustrie in öffentliches Eigentum unter gesellschaftliche Kontrolle. Seit 2-3 Wochen überschlagen sich die Regierenden in Bund und Ländern dabei, wer der Erste ist beim Wiederherstellen der neuen Normalität. Sie wollen möglichst schnell zurück zur kapitalistischen Normalität. Und zur selben Zeit führen sich die Hygiene- und Grundgesetzdemonstranten als Freiheitskämpfer gegen die Politik der Eliten auf. Dabei erledigen sie objektiv, ob bewusst oder unbewusst, das Geschäft des Kapitals, die gewohnte Profitmaschinerie schnellstmöglich wieder anzuwerfen. Und begleitet wird dies durch Verharmlosungen und Relativierungen. Obwohl mittlerweile die Zahlen zur Übersterblichkeit in Europa deutlich machen, dass es sich eben nicht nur um eine schwere Grippe handelt. In Spanien, in Italien, in England, in Frankreich und auch im Großraum Stockholm ist die Übersterblichkeit 50-100% höher als selbst zur Zeit der schweren Grippeepidemie. Die Zahlen müssen mal zur Kenntnis genommen werden. Und Politiker wie Boris Palmer und Wolfgang Schäuble relativieren das Recht auf Leben, um ihren Kapitalfreunden zu dienen. Sie sagen, es geht auch um ein Leben in Würde. Einverstanden. Aber erstens ist Leben Voraussetzung für Würde und Freiheit. Zweitens gehört zur Würde auch ein menschenwürdiges Dach über dem Kopf und menschenwürdige Arbeitsbedingungen, wie sie die Erntehelferinnen zum Beispiel nicht bekommen gerade.
Und drittens gibt es kein Freiheitsrecht, andere anzustecken, so wie es die verantwortungslosen Demonstranten am vorigen Samstag in der Schildergasse gemacht haben. Was ihr macht, das ist eure eigene Rücksichtslosigkeit zum Freiheitskampf zu deklarieren. Es wird behauptet, die Alten müssen ganz besonders geschützt werden und da müssen wir besonders aufpassen. Ja, das stimmt. Denn neun von zehn Toten sind über 70 Jahre alt. Also ich möchte die Polizei doch mal auffordern, hier eine Demonstration, die nicht genehmigt ist. 9 von 10 Toten sind über 70 Jahre alt. 30% aller Corona-Toten haben vorher in Pflegeheimen gelebt. Aber wie sieht die Realität aus? Man ist noch nicht einmal in der Lage, nach Monaten die Beschäftigten im Gesundheitsbereich zu schützen. 800.000 Pflegebedürftige und 100.000 Mitarbeiter in der Altenpflege haben immer noch keine ausreichende Schutzausrüstung, keine Masken, die sie regelmäßig wechseln können. In diesen Einrichtungen müssten Tests der Bewohnerinnen und des Personals stattfinden, und zwar wöchentlich, statt die Testkapazitäten für Bundesliga-Millionäre vorzuhalten. Und solche Einrichtungen gehören nicht in private Hand, sondern in öffentliche Hand als Teil der Daseinsvorsorge. Die Regierung hat kein Problem damit, in die individuellen Grundrechte von Bürgerinnen einzugreifen. Aber sie greift kaum in die Rechte der Unternehmen ein. Im Gegenteil, die kriegen Milliardensummen. Sie ordnet nicht an, dass Schutzausrüstung und Testmaterial hergestellt werden. Erst im August soll es ausreichend Schutzmasken geben, weil man es dem Markt überlässt. Der Fließstoff für die OP-Masken kommt von hier, die Maschinen kommen von hier und man ist monatelang nicht in der Lage, beides zusammenzubringen. Stattdessen werden die Dinger wochenlang genäht von Privathaushalten, von Geflüchteten und kleinen Geschäften. Was für ein Armutszeugnis für Markt und Politik. Jawohl. Was wir erleben, ist flächendeckende Unfähigkeit, die Gesundheit zu schützen. Wenn das die Verschwörer sein sollen, brauchen wir vor denen keine Angst zu haben. Was ist wirklich gefährlich und gegen was müssen wir demonstrieren? Gefährlich ist die Diktatur der Ökonomie im Gesundheitswesen mit ihren Fallpauschalen, ihren heruntergesparten Krankenhäusern, ihren miserablen Arbeitsbedingungen. Gefährlich ist die Macht der Digitalkonzerne mit ihrer Datensammelwut, mit ihrem Versuch, jetzt ins Bildungssystem einzudringen. Gefährlich ist das Eingefärchtsein der Beschäftigten in Fabriken und Unternehmen, die wo weiterhin dicht an dicht gearbeitet wird, ohne ausreichenden Schutz, wie in der Fleischindustrie, wie bei Amazon, wie bei der Ernte. Gefährlich ist die industrielle Massentierhaltung und die Rodung der Regenwälder, wo Wildtiere immer weniger Raum haben und wodurch Viren vom Tier auf den Menschen überspringen. Und gefährlich ist die Zermürbung von Eltern, besonders von Frauen im Homeoffice, die neben Kinderbetreuung, Haushalt und Homeschooling auch noch die volle Arbeitsleistung bringen sollen, statt Gehaltsfortzahlung bei Freistellung zu erhalten. Gegen all diese Dinge lohnt es sich zu demonstrieren. Und das tun wir auch. Aber bei all diesen Dingen, gegen die wir demonstrieren, da klagen wir keine Verschwörungen an, sondern da fordern wir demokratische Rechte ein. Denn demokratische Rechte, die fehlen nicht nur bei den Individualrechten, sondern sie fehlen auch schon vor Corona, vor allem in der Wirtschaft. Das ist das zentrale Defizit an Demokratie in dieser Gesellschaft. Sie hört vor den Betriebstoren komplett auf. Und was wir wollen ist, wir brauchen eine breite demokratische Debatte am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht. Dafür brauchen wir weder abgeschottete Expertengremien mit Eigeninteressen noch Verschwörer. Die Expertinnen sind für uns diejenigen, die wir seit Wochen beklatschen. Die Pflegekräfte, die Supermarktbeschäftigten, die Busfahrerinnen, die Bandarbeiterinnen und die Paketboten. Sie alle zusammen sollen zusammen mit Ärzten und Wissenschaftlern darüber entscheiden und diskutieren, wie Gesundheitsschutz aussehen könnte. Der Gesundheitsschutz muss durch die Beschäftigten selbst und ihre Gewerkschaften kontrolliert werden. Und auch in den Kitas, in den Schulen und Hochschulen sollen die Lehrkräfte, die Kita-Beschäftigten, die Eltern und die Schülerinnen demokratisch entscheiden, wie die Schulen und Kitas am sinnvollsten wieder geöffnet werden können.
Liebe Mitstreiterinnen, das Coronavirus öffnet den Blick in die Abgründe des Kapitalismus. Und je länger die Krise andauert, umso mehr zeigt sich, dass der Markt nicht in der Lage ist, die entstehenden Probleme auf humanitäre Weise zu lösen. Und wenn wir wollen, dass ein Leben in Würde für alle Lebewesen möglich ist, wenn wir wollen, dass der Planet bewohnbar bleibt, dann müssen wir anders produzieren. Und dann müssen wir darüber entscheiden können, wie und was produziert wird. Und dazu müssen uns die Betriebe gehören. Die Systemfrage ist auf drängende Weise zur Menschheitsfrage geworden. Lasst uns gemeinsam kämpfen für ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem demokratisch entschieden wird, nach dem Prinzip maximale Lebensqualität für alle statt maximaler Profit für wenige.